Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Devisenradar. Heute Dienstag, 14. Juli, 9:30 Uhr. Was geht ab? Wir wollen auf die Märkte schauen und hier Euro gegenüber dem British Pound, auch China genannt, und den Swissie, den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, dann auch noch besprechen, weil hier tut sich unter Umständen was ganz Interessantes auf. Doch blicken wir zunächst auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ja, wir sehen hier zunächst mal im Wochenchart, das sieht nicht gut aus. Übergeordnete Schwäche, unlängst hier an einem starken Supportbereich abgeprallt. Woher kommt der? Das können wir uns mal hier anschauen. Das Ganze rührt hier aus dem Jahr 2004. 2006 und Ausbruch 2007. Hier abgeprallt im März 2015. Und just jetzt hier eigentlich mehr oder weniger mit diesem gescheiterten Abprall jetzt wieder auf dem Weg gen Süden. Und heute könnte es interessant werden. Warum? Weil wir 10:30 Uhr wieder eine ganze Reihe an News aus Great Britain erwarten und das dürfte immer wieder für erhöhte Volatilität sorgen. Und Sie sehen, was hier auf der Agenda steht. Also wenn es 10:30 Uhr keine Bewegung im britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Tatsache ist aber, da dürfte heute noch ein Stück weit was passieren. Und das wollen wir uns eben jetzt hier mal im Detail anschauen. Denn es gibt gewisse Tendenzen. Wir schauen nachher übrigens auch noch oder werden auch nachher noch einen extra Beitrag zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar einstellen, der auch hier natürlich dann entsprechend konträre Tendenzen aufweist. Aber hier mal zunächst in den Tagesschart. Also Wochenchart sehr bearish, kurz vor einem neuen All-Time-Low bzw. Mehrjahrestief vielmehr. Hier sehen wir jetzt den Tagesschart. Hier gab es eine leichte Unterstützung, die mit dem Gap Down hier relativ schnell zurückerobert wurde. Hier auch Bestätigung 0,7060, 0,7070 an sehr, sehr interessanter Bereich, den wir heute unter Umständen anlaufen könnten, liebe Zuschauer, den wir heute unter Umständen anlaufen könnten. Denn wenn wir uns hier mal den Stundenchart betrachten, dann sehen wir, dass wir hier ein Stück weit seitwärts oszillieren. Seit der Schwäche vom gestrigen Nachmittag hat sich hier nicht viel, viel getan. Und man hat jetzt hier nach den jüngsten Abwärtsimpulsen sozusagen einen oberen Range-Block gebildet. Das Ganze hat sich praktisch hier nach unten aufgelöst. Und jetzt haben wir hier mehr oder weniger wieder so eine Art Range-Block. Und wenn man davon ausgeht, dass hier die Preise entsprechende gleichartige Bewegungsimpulse vollziehen, dann kann man davon ausgehen, dass der nächste Schritt auch hier nach unten ausgerichtet sein dürfte. Und dazu passt eigentlich ganz interessanterweise hier, wir schauen uns das direkt mal an, das FTSE-Vektorverhalten vom Euro gegenüber dem britischen Pfund. Das sehen wir hier. Das heißt, die heutige Kristallkugel, die Vorausschau anhand saisonaler und statistischer Kennzahlen, deutet hier justamente direkt ja, zu den News dann auf den ersten Abwärtsmove hin und das dürfte sich dann sogar weiter fortsetzen bis in den Bereich theoretischer Auswurf 0,7070 roundabout. Also hier durchaus weitere Schwäche zu erwarten, die sich dann hier bis zum Nachmittag sogar weiter zuspitzen könnte. Aufgrund der News kann das natürlich alles noch wesentlich früher und schneller passieren, aber das ist mal hier die Maxime, die Vorausschau, die hier unter Umständen eben hier Abwärtsmomentum veranschaulicht, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben hier ja, eine Art fallendes Momentum aufbauen, übergeordnet ja sowieso schwach und hier der jüngste Aufwärtsimpuls, der deutet sich eben hier, oder besser gesagt, der lässt schon wieder hier auf weiter fallende Preise vermuten und insofern sicherlich hier, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund eine interessante Option für den Fall, dass es hier zu den News eben keine positive Momentum-Action gibt, sondern vielmehr der Weg gen Süden ja, orientiert ist. Aktuell sehen wir hier einen gleichen Erholungsimpuls. Machen wir das auch nochmal fix. Wir haben im Prinzip heute eine sehr, sehr kleine Range bisher. Euro gegenüber dem britischen Pfund hat sich, jetzt muss ich kurz mal spicken, ob sich da bislang was getan hat. Ja, wir gehen Richtung Tageshoch 22 Pips erstmal bewegt. Das ist keine große Nummer. Wir sehen das hier. Im Schnitt bewegt sich das Pair an die 80 Pips, so knapp 80 Pips. Das heißt, wir haben heute noch deutliches Momentum zu erwarten. Und rein präferiert, wie gesagt, deutet sich hier durchaus ein Move gen Süden an. Die Wochentagsstatistik ist generell schwach bei dem Paar. Da ist der Dienstag interessanterweise noch der bullischste Tag. Das mal hier am Rande. Das ist eine ganz interessante Feststellung, dass das Pair hier ja, übergeordnet aufgrund der Euro-Schwäche ganz klar gen Süden gerichtet ist. Aber der Dienstag hier leicht positiv eigentlich im Vergleich zu den anderen Tagen zu interpretieren ist. Aber 47% sind eben negativ gesehen, positive Schlusspreise nur 47% deutet eben auf eine Schwäche hin. Und insofern seien Sie mal gespannt, was nachher noch zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar kommt, weil auch hier deutet sich eine weitere Schwäche an. Gut, Euro gegenüber
dem britischen Pfund im Prinzip gefrühstückt. Schauen wir mal auf den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, der sich hier gerade just auf ein neues Tagestief begab, wie ich gerade sah. Und da gehen wir hier direkt mal in den Tageschart und da sehen wir sehr schön Widerstandsbereich, ganz, ganz klar definierbar. Hier rund 0,95. Da ging es heute Morgen schon drüber. Wir haben heute 62 Pips bislang zurückgelegt. Das Pair hat sich hier versucht, aufgrund der starken Kerze von gestern, hier eine gewisse Fortsetzung zu finden. Aber wenn ich mir die Tageskerze anschaue, liebe Zuschauer, dann sieht das hier mehr nach einem Umkehrstab aus, nach einer Shooting Star Candlestick-Kerze, die hier durchaus eine neue Schwäche einleiten könnte. Und das kann es hier durchaus weiter nach unten bringen. Also hier mal aufgepasst, was passiert. Die augenblicklichen Tendenzen weisen gen Süden. Und wenn ich mir hier eben anschaue, dass wir gerade am Widerstand 0,95 abgeprallt sind, dann könnte sich nach unten durchaus weiteres negatives Momentum aufbauen. Ja, also der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, ähnlich wie der Euro gegenüber dem britischen Pfund, also hier ein Stück weit bärisch ausgerichtet. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz hier am MetaTrader an, was wir da jetzt nochmal für Tendenzen aufwerfen können. Auch um die Ranges mal zu erfassen. Kurz noch Euro, Quatsch, US-Dollar, Schweizer Franken, hier haben wir. So, da sehen wir es. Just ausgebrochen. Aus der Asia-Range nach unten. Wir haben hier das positive Momentum des Morgens gesehen. Gerade neues Tagestief gemacht, sind wir gerade mal 6 Pips weg von. Und es deutet sich hier zunächst erstmal ein Touch an einen Pivot Point an, der dann hier im Nachgang sogar gebrochen werden könnte und rein hier von der Average True Range Potenzial in Richtung 0,94. 32 etwa generiert. Also mögliche Pullbacks könnten hier sogar Einladungen sein, um auf den Short-Zug aufzuspringen. Denn mit der übergeordneten Widerstandspräsenz von 0,95 deuten sich hier weitere Verluste an. Ganz wahrscheinlich ist nichts, wenn nämlich das Paar hier nach oben wieder auftritt, vor Wochenhoch hier entsprechend überwindet, dann muss man natürlich hier ganz klar sagen, dass dann die Bullen wieder schlagartig einen Vorteil haben. Neben dem Vorwochenhoch, Vortageshoch, Vormonatshoch, hier ist alles Mögliche vereint. Hier diese grünen Linien. Vortageshoch ist diese leicht türkise. Das soll heißen, wenn der US-Dollar mit dem Schweizer Franken hier nicht nach unten weiter absackt, was eigentlich zu präferieren ist, sondern hier wieder nach oben auftritt und sich hier dann eben speziell über 0,95 festsatteln sollte, könnte es natürlich hier auch noch eine weitere Performance Richtung 0,95, 70 geben. Aber das wäre, meine lieben Zuschauer, jetzt aktuell nicht unbedingt das präferierte Szenario. Was dazu auch noch ganz gut ins Bild passt, das werden wir, wie gesagt, beim britischen Pfund dann auch gleich nochmal darstellen in dem extra Beitrag, ist hier diese heutige negative FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis. Knapp 72% Trefferquote und hier in einer Wiederholungswahrscheinlichkeit von 196 Fällen hat sich das Paar im Schnitt um 1% nach unten bewegt, meine lieben Zuschauer. Das heißt, hier geht noch einiges und das Tagestief wird hier auf 0,9354 fixiert. Und wenn wir hier schauen, 0,9432, dann ist das noch ein ganzes Stück weniger als hier von der FTSE-Logik vorausgesagt, denn dann würden wir sogar Richtung Vortagestief hier zurückfallen und die gestrige Performance, die natürlich auch schon nicht ohne war, hier komplett in den Schatten stellen. Also insofern mal aufgepasst, US-Dollar, Schweizer Franken heute hoch, hoch interessant neben dem Euro gegenüber dem britischen Pfund. Also heute unter Umständen ein sehr, sehr spannender Tag. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ansonsten einfach mal hier weiter verfolgen, was wir in den Stream-Beiträgen beim JFD-Desk so noch liefern. Der ein oder andere Live-Clip, sicherlich auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, wird nachher noch folgen. Also in dem Zusammenhang viel Erfolg bei Ihren Anlagegeschäften. Ich sage erstmal bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei und bis dahin.